So, und da ist dann der vorletzte Veteran. Erhebe dich, mein Hirnloser! Ich habe Leben erschaffen. Und so was ähnliches. So, einen einzigen brauchen wir noch und dann haben wir es für diese Folge auch schon wieder geschafft. Ein Veteran Eiswurm. Hin. Wo ist denn der? Oh, das ist ganz in der Nähe. Da müssen wir jetzt schnell sein. Ich hoffe, dass die Leute nicht zu hart zuschlagen. So. Wir schicken mal alle Attacken hier voraus, die wir haben. Und jetzt kommt das große Finale hier am Jägersee. Ah, der hat mich erwischt. Der Drecksack. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass der jetzt mich gerade angreift. Oh, da leer. Hopp. Ah, okay. Diesmal war ich es wieder nicht. Da kommt schon. Platt machen. Yay! So, das hatten wir geschafft und wir bekommen hier unsere Truhe mit 1 Silber, 75 Kupfermünzen, einer mystischen Münze und einer Kanne flüssigem Karma sowie einem Lorbeerenkranz. Das nehmen wir alles mit. Und jetzt noch, um die Folge zu füllen, gehe ich das mal hier runter in diese Eishöhle und hole mir den Fertigkeitspunkt. Da unten ist ja jemand, der unsere Hilfe braucht. Noch jemand, der uns den Weg freigemacht hat. Zumindest fast. So, und wir bekommen hier ein besonders stinkendes Bier, das wir auch gleich trinken werden. Wo haben wir es denn? Hier ein bisschen Platz machen, den ganzen Krempel, den wir nicht brauchen. Schuhe des Akolyten. Na, wir haben schon bessere Stiefel. So, huch, das Fass brauchen wir nicht. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Wurmeier, die wir aufsammeln können. Da ist noch eins. Und geben das hier der Küchenmeisterin Aldis. Und seid fröhlich. So, und jetzt bleibt es noch hier ein bisschen aufzuräumen. Die Verteidigungspläne, das war bei den Schaufeln, genau, das kann weg. Was ist das hier? Eine Keule, die kann auch ich weg. Ich bete zu den Geistern, doch sie antworten selten.
So, ansonsten, wir haben jetzt hier Handschuhe des Lehrlings. Da haben wir auch schon bessere. Die können auch weg. Am mächtigen Dolch der Schwäche. Wir spielen mit dem Stab. Brauchen wir also nicht. Vitalen Reif brauchen wir auch nicht. Weg damit. Und ansonsten, ah, hier ist das kaltgefilterte, die kaltgefilterte Wurmtinktur. So, die haben wir jetzt einverleibt und ja, die ist wirklich tief gekühlt. Hat einen frostigen Effekt. So, okay. Dann würde ich hier auf jeden Fall einen Stopp einlegen. Ich weiß es gar nicht. Wir müssen noch einen Moment abwarten, bis hier die Wurmeier alle abgeliefert wurden. Ein paar fehlen noch. Aber ich schätze mal, gleich kommen die Leute raus. So, noch ein paar Wurmeier eingesammelt. Da ist auch noch eins. Und da ist auch noch eins. Und noch eins. Nehmen sie gleich alle mit. So, das muss auf jeden Fall ausreichen. Da kann sie uns ein bisschen was zubereiten, die Küchenmeisterin. In meiner Tasche haben noch einige Platz. Beeilung jetzt! So, und jetzt warten wir mal ab, bis das hier abgeschlossen ist. Und dann, meine ich, gibt es noch zum Abschluss noch eine Quest. Und wenn wir Glück haben, werden wir dann Level 18 erreichen. Das ist ja schon mal eine ganz gute Bilanz. Ja. 20 Sekunden dauern anscheinend sehr lange. Da hätten wir noch irgendwas. Karotten, die ernten wir mal auch gleich mit. Und können hier Wassereimer, was? Holt gefrorene Fässer aus der Eishöhle und bringt sie zu Wolden. Gute Arbeit. Ah. Folgt mir zurück zur Hütte und ich bereite euch das beste Mahl eures Lebens zu. Cool. Wir haben jetzt schon den Aufstieg bekommen. Und hier haben wir ohnmächtige Krieger, die wir wohl... Ah. Was für ein Wunder habt ihr in der Wurmhöhle entdeckt? Benutzt euer Maul lieber zum Trinken, Kralle. Ihr habt nicht die Schleue des Raben. Und ihr habt nicht die Nase der Schneeleopardin. Was habt ihr da angeschleppt? Bei den Zähnen des Wolfes. Die Eier sind zerbrochen. Überall Dotter. Oh. Alle raus. Ich verriegle die Tür. Alles klar, wir müssen hier Kevachs Hütte gegen die angreifenden Würmer verteidigen. Ich werde euch beschützen. Ja, ja, mach die Tür zu. So, wo sind denn die Viecher? Da sind sie. Also, immer schön hier Schaden verteilen, dass wir hier auch ein paar mitnehmen. Echt krass. Ich sehe sie nicht mal richtig, dass sie spawnen und schon sind sie tot.
Oh, ein Veteran-Eiswurm. Und das war's auch schon von ihm. So, im Schlund ist alles ruhig. Das ist auch mal eine erfreuliche Meldung. Ja, ist ja wunderprächtig. Jetzt gehen wir nochmal hier rein und warten, bis der hier angekommen ist, um uns nochmal ein bisschen Kram zu verkaufen. So, ich möchte die Belohnung haben. Was haben wir denn hier so Schönes? Tja, eigentlich gar nicht so viel Tolles, aber wir verkaufen mal den ganzen Quatsch hier, den Schrott. Die Axt kann weg, der Kettenpanzerhelm kann weg. Das Ei kann weg, mein Gott. Und, das Sigil der Schwäche, so. Ich bleibe jetzt hier schön im Warmen. Mir geht es gerade richtig schön gut. Ich kann mich von euch jetzt mit diesem Bild hier nur von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Let's Play Guild Wars 2. Bis dann und auf Wiedersehen.